So, willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted 2012. Wir machen jetzt weiter mit dem Lamborghini Aventador, mit dem wir auch den Bugatti schlagen werden. Da habe ich mir mal einen kleinen Tipp geholt von jemandem, der das schon durchgezockt hat. Oder gesucht die. Und jetzt hätte ich gerne, dass er schneller lädt. Uiuiui. Mein Gott, was ist das denn jetzt? Hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht mit meinem Rechner. Irgendwie, der läuft extremst langsam im Moment. Alter. Er hat es geschafft. Ist gut. Wir haben es verstanden. Geht doch. So schwer ist das doch nicht. Okay, wir werden jetzt erstmal ein paar Rennen mit dem Superkarren fahren, weil... ja, wie gesagt, wir haben noch keine einzigen... Tuning-Teile, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Weil das Tuninger hier in dem Spiel irgendwie nicht ganz vorhanden ist. Zumindest ist es irgendwie nicht sichtbar. Und ja, merken tut man das irgendwie auch nicht. Aber das sollen wir das angucken. Ja, komm, gucken wir das an. Ich finde die Dinger irgendwie unnötig. Aber man hat sie eingebaut, also muss man auch damit klarkommen. So, aber los geht's. Ich bin schnell irgendwie. Ich hab kein Nitro, ich wollte schon sagen. Wir singen. Oh, du. Ja, Pagani, genau. Oh. Oh, nein. Jawohl. Schön. So, jetzt. Und jetzt macht das Spiel auch nicht. Ja, genau. Das war ein bisschen zu spät. Naja, aber erst immer noch. Boah, wow, genau. Was ist denn für ein Teil? Ja, komm, Gas. So, und ich glaube, die Ruckler sind beseitigt. Ich habe jetzt mal auf 30. Boah! Wow, auf 30 SPS limitiert. Vorher hätte ich es auf 40, weil es dann für mich, für mein Auge, noch ein bisschen flüssiger aussieht. Aber, so geht's auch. So lässt es sich auf jeden Fall spielen. Das kann ich dazu sagen. Und ich finde es keinesfalls schlimm. Aber ich werde mal meine. Boah, the fuck. Meine Platte defragmentieren. Vielleicht läuft es dann wieder ein bisschen besser, weil das Gefühl habe ich nämlich, dass. Auch weil irgendwie. Boah. Weil. Wie gesagt, der PC allgemein langsamer läuft. Nein! Boah, ich wollte schon sagen, nicht wo die Rampe ist. Aber das macht ja richtig Spaß mit der Karre hier, ne? Oh, ne. So. Okay, jetzt kann ich schon mal diese beiden Teile einbauen. So, noch 9000 für den Bugatti. Das ist ja nicht mehr so viel. Steuerung rechts. Anwender, das waren die. Genau, und der Nitrobrenner. Muss ich noch entkommen? Ich weiß es nicht. Hört sich so an, weil ich noch die Kopfsäure. Ja. Oh oh. Boah, so kann man. Boah! Alter, ist das asozial.
Er ist nicht gecrashed. Er fährt weiter. Au! Ich muss erstmal hier weg. Werde mich jetzt wohl irgendwie erschüssen. Da noch. Oh nö. Das ist doof. Also ein wenig doof gelaufen. Aber den habe ich getickt und dann verpiss ich mich einfach. Ah, nein. Ohne. Wir singen. Mit I kann man übrigens den Motor ausschalten. Auch diesen Tipp. Auch diesen Tipp habe ich mir von dem gleichen Person eingeholt. Danke dafür. Och nö, 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 nö. Boah, Assi, wie viele das sind. Ja, ja. Verpiss dich doch, du Ochse. Ich versuche es einfach mal zu entkommen. Garantieren kann ich jetzt nichts. Ich fahre mal hier rum. Da stand ein Auto. Nein! Egal, ich dürfte ja schon stehen bleiben. So. Nein, 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 nein! Und dann komm. Ich will auch gar nicht geortet werden. Moment. Mal. Das nächste Rennen. Ich nehme mal gerade Anlauf. Und am besten hier jetzt unten irgendwo. Land Rover. Ich möchte mal gerade einen Abflug machen. Oh ja. Wow! Weil das jetzt hier kein Auto steht. Nächstes Rennen. Mittel. Schwer. Schwer. Ach, leck mich doch. Aber erstmal Mittel. Die habe ich aber schon einige von gefahren. Bedeutet, da muss ich gar nicht jetzt hinfahren. Das ist cool. Oh, hier war ich aber nur ganz knapp. Schlechter. Und das mit auf jeden Fall mit einem anderen Auto. Ich weiß jetzt gerade nicht, mit welchem Auto er das gefahren hat, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mit einem etwas langsamen Auto gefahren, als dem, was ich jetzt gerade fahre. Ich glaube, die gucke ich mir jetzt, soll ich mir die angucken. Wenn ich mir die angucken soll, dann schreibt es mir mal, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich auch überspringen kann, dann schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare, das wäre nett. Weil, ja, dadurch kann ich ein bisschen sparen und könnte ich Zeit sparen und toll finde ich die Dinger jetzt in Anführungszeichen fürs Spiel nicht, aber gut aussehen tut es trotzdem. Was war das denn jetzt hier? Ich bin nicht so alleine, aber bin ich nicht. Ey! Im Lamborghini Countach. Das finde ich ja echt wirklich extrem geil, dass sie den wieder eingebaut haben. Yeah.
Ja, ich habe Abgaben gemacht. Wow. Oh, hey, jetzt. Wow. Nein, schön an der Wand bleiben. Das ist alles für die Effekte. Nur deswegen fahre ich gegen die Wand. Fährt noch ein Lamborghini Aventador. Das ist gut für Teil, ich weiß es nicht. Oh nein, nicht in den Gegenverkehr. Oh. Nein. Boah. Zum Glück titscht das Fett an der Wand ab. So. Ach, das ist schon das Ziel. Da war ich wohl ein bisschen schneller. Och Mann. Und da haben wir es. Sogar noch unter 1,21. Aber nur ganz knapp. Wo ich nicht, an welchem ich noch gecrashed. Anwenden. Oh ja. Nächstes Rennen. Ich habe nämlich. Irgendwas fehlt mir noch. Ich weiß, dass muss Wanted Rennen verfügbar ist. Jetzt muss ich aber erstmal ins Easy Dings reinkommen. The Blazer. Was muss ich denn da machen? Was ist das für ein Teil? Schnellste Zeit. Sprint. Das. Achso, das war auch eins. Das habe ich noch nicht. Das ist nach Tempojagd, das mache ich bestimmt nicht. Ein Rundkurs rein. Komm mal erstmal das. Okay, wir fahren dorthin. Ach ja, aber so macht das Spiel doch Spaß, wenn man ein vernünftiges Auto fährt, weil mit diesem komischen Kletterhelm, da komme ich hier gar nicht mit klar. Das ist ein ganz, ganz komisches Auto, da will ich gar nicht mitfahren. Ich werde mich auf. Ach ne. Ich werde mich auf die großen, dicken, fetten Karren beschränken, weil. Ja, schlichtweg einfach, weil ich mit den anderen nicht fahren möchte, weil ich da wieder einen Krampf kriege. Mit dem Kletterhelm weiß ich Bescheid, das hat mich so weit gemacht, dass ich keine Lust mehr auf das Spiel hatte. Aber das ist jetzt so eine Geschichte. Ich wollte eigentlich auch mal mein Lenkrad angeschlossen haben, habe ich gesagt, glaube ich, aber da habe ich jetzt Zeit zu gehabt. So. Das war sehr schön, ich habe die Mülltonne gefahren. Hier steht doch schon irgendwo ein Auto. Ach, habe ich schon gefunden. Welche stehen hier rum? Ach so, ein Lexus LFA. Wie lange haben wir denn noch? 600 Meter? Oh, was ist denn das blöde Rennen? Mal einen Auto holen. Da. So. Wow! Pagani Huayra. Speedwall 246. Boah. Ach, das heißt, das gucke ich mir an, weil das habe ich dann noch nicht gesehen. Also ich werde das jetzt so machen, da brauche ich nicht abstimmen. Bei den Rennen, die ich schon mal gestartet habe, bei denen überspringe ich das, bei denen ich das noch nicht gemacht habe, so wie bei dem jetzt, werde ich das nicht überspringen. Ich meine, das sieht zwar irgendwie komisch aus jetzt hier, aber man kann sich ja immerhin mal angucken. Und komischerweise, nachdem ich das auf 30 FPS limitiert habe, läuft das Bild an sich flüssiger, muss ich sagen. Also hier diese Szenen hier. Diese komischen Teile. Oh, und jetzt muss man Gas geben.
Ja, genau. Ich ranze schon alles kaputt, bevor ich überhaupt im Rennen bin. Aber ist ja nicht schlimm. Tschüss, Pagani. Boah! Du Fotze, ey. Du Fundskoppe, ey. Okay, der war nicht schlecht. Ah, bam. Was ist das bitte für ein Meilenstein? Driftet 1372 Meter. Wahrscheinlich einfach 1400 oder 1000. Willst du das machen? Oh Gotti. Tschüss. Boah, hat man damals gesehen, wie sich der Spoiler hochklappt. Oh nö, ich bin ganz. Ich fahre ganz falsch. Boah. Wiedersehen. Boah, das ist alles diese scheiß. Oh, Alter. Verkehrstakedown. Alter, der ist viel schnell da vorne. Ich gehe schon mal los. Oh, nö, Hackerkorn. Nö. Oh, perfekt. Ui. Ich habe jetzt gedacht, ich darf schon wieder neu starten. Oh nein. Ich finde das ja auch lustig, dass man weniger Speedpoints, also gleich viele Speedpoints dafür bekommt, dass man schwere Rennen fährt, zum Beispiel. Also ich finde, das Spiel ist so pralle durchdacht irgendwie. Ich weiß nicht. Oh, Runde 2 von 3. Ich denke mal, die Farbe ist in Ordnung, kann ich dabei behalten. Ich muss mal gucken, wenn ich da immer dran denke, dass ich auch mal die Farbe ab und zu des Autos wechsle. Jetzt zwar nicht unbedingt im Rennen, aber nach dem Rennen mal. Und das war doch schon mal gut. Komm, jawohl. Diesmal bleibe ich hier unten. Auf der Straße. Was macht der Typ da, Alter? Manchmal muss man die Cops ja nicht verstehen, was sie immer fabrizieren. Also ich fahre hier durchgehend auf hohen Temperaturen. Genau. Auf hohen Geschwindigkeit. Nein, nein! Oh, du Otze! Gib Gas jetzt! Ja, ist denn? Na, für Arsch! Na toll, kann ich neu starten. Oh Mann, da war ich so gut. Stopping Power! Oh ey, da mache ich die ganze Zeit so. Egal. So. Genau, das wollte ich abbrechen. Alter. Und Takedown. Takedown habe ich nie. Ey, du Scheiße. Komm her. Ja, müsst ihr. Ich war ja nicht umsonst hier mit 280 rum. Ich habe ja keinen Bock auf euch. Ja. Und wieder auf den ersten geschummelt. Ich hab die alle weg. Mann! Du Dreckskarre, warum schießt du denn da rum? So nutzlos. Nichts nutzt und Tagedieb, ey. Wow. Oh, nicht wieder das Teil, ey. Scheiße. Boah, wie weit der vorne ist. Boah, die Bugatti ist Asen. Ich fahr mal hier durch. Wow. Wow. Mies. Wow. Ja, hast es dann? Nein. Verpiss dich jetzt. Verpiss dich.
Kann ich sein, dass ich trotz Nitro dem nicht mal einen Meter davon komme. Ich muss mal den Typ da vorne langsam mal wieder näher anrücken.